Willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda The Wind Waker. Es geht jetzt weiter. Jetzt haben wir die Windrichtung Süden gemacht, wo wir entlang müssen. Und jetzt wollten wir gerade mal aufs Boot gehen, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Und dann wollte das Boot mit mir sprechen. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Es hat ganz den Anschein, als hätte Ganon seine Heerscharen geschickt. Wenn das wirklich wahr ist, dann dürfen wir keine Zeit verschwenden. Wir müssen zum nächsten Domon. Setze das Segel im Kurs in Richtung Süden. Genau, ja, sagt es ja auch schon. Den Wind habe ich schon bereits gedreht. Hier haben wir bereits alles, würde ich mal sagen. So, wir wollen ja nicht vom Kurs abkommen. Genau, da unten müssen wir hin. Wir haben auch noch hier eine Schatzkarte ja gefunden. Okay. Aber noch können wir die Schätze ja nicht bergen. Genau, das haben wir ja alles schon gehabt. Nicht so hastig, Jungchen. Was für einer. Ich habe zwar keinen Schimmer, wer dir die Dekade angedreht hat, aber außer dem großen, weiten Meer ist da ja sonst fast nichts drauf eingezeichnet. Ja, was soll denn bitte für eine Seekarte sein? Was denn? Wie denn? Da erzählt man dir freundlich was und du machst ein Gesicht, als hättest du den Klabautermann gesehen. Wie dem auch sei, ich verrate dir jetzt mal was Wissenswertes über diese Insel hier. Also falt mal geschwind deine Seekarte auf. Oh. Cool. Auf der Rückseite von Draconia, der Insel hier, befindet sich eine höchst verdächtige Höhle. Ja, nur zu dumm, dass du keine Flügel hast, denn ohne eine kleine Flugeinlage wirst du da leider kaum hochkommen. Aber da kann man wohl nichts machen, also lass den Kopf nicht zu sehr hängen. Das wäre es auch so weit von mir. Außerdem werde ich ja auch all meine Kumpels bei den anderen Inseln Bescheid geben. Wenn du also in der Nähe einer Insel bist, Fisch herumspringen siehst, dann wirf ihn doch ein wenig Futter zu. Dann zeichnet er die Insel auf deiner Seekarte ein und verrät dir noch eine zusätzliche Information obendrein. Vero oder Laue, damit wären wir quitt. Viel Glück. Interessant, also man bekommt also noch weitere Informationen, indem wir dann würde ich sagen, fahren wir mal seetüchtig runter. Wir werden natürlich alles hier mal erkunden, was wir noch so finden. So wie zum Beispiel dieser Fels hier. Das sieht ziemlich heiß aus. Ich glaube, dass wir da nichts machen können. Nein, sieht nicht danach aus. So, hier haben wir wieder so ein komischer Turm. Da waren wir aber noch nicht. Da wird es mit Sicherheit wieder so eine Kiste geben. Aber wenn man die besiegt, ich weiß nicht, ob die irgendwann mal gefährlich werden könnten. Ich weiß es nicht. Die Sonne geht auch langsam unter. Bei Nacht zu segeln finde ich auch nicht gerade so das Optimale. Ein gelber Rubin mit 10 Rubine. Mehr ist ja nicht. Regen gefällt mir schon mal gar nicht.
Das ist schon mal so eine Sturmgefahr, sag ich mal. Aber die Welt ist echt groß, muss ich sagen. Die ist wirklich sehr groß. So, jetzt geht die schöne Musik weg. Da kommen wir Bestürmer. Da müssen wir Vorsicht walten lassen. Die können dich nämlich wegpusten. Dann haben wir eine weitere Insel. So, Isla Bomba, von hier aus nach Süden. So eine komische Statue. Sieht echt ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, dass ich da jetzt erstmal nichts machen kann. Denke ich einfach mal. Na, da sind die schon wieder. Geben die mir nochmal eine Karte, kann das sein? Jo, Junge, bist du auch fleißig auf Schatzsuche? Willst du einen Schatz finden, solltest du erstmal deine Seekarte öffnen. Stimme, dann die vergrößere Insel rechts und Schatzkarte zu, okay. Nee. Okay, da gibt nichts mehr. Wir haben auch noch mal so ein Boot, aber ich glaube, das ist wieder der gleiche, kann das sein? Mal gucken. Ich glaube, es gibt mehrere davon. Ja, ist der gleiche. Ich dachte, es wäre jetzt jemand anderes, aber leider nicht. Na oh, cool, einfach mal ins Boot reingesprungen. So, wir dürfen unsere Richtung nicht verlieren, unseren Kurs nicht verlieren. Bombenspucker. Sie auch das Bermuda-Dreieck gibt. So, ja, haben wir eine weitere Insel. Einem Felsen. Da vorne auch noch so ein kleiner Abschnitt. Wir werden einfach mal gucken, was da ist. Macht ja im Prinzip nichts falsch, wenn man sich ein bisschen umguckt. Sogar mehrere Felsen. Ist da überhaupt was, das man sprengen kann? Oha. Ja, mies. Ich glaube, dass ich hier noch nichts machen kann. Mein Gewitter zieht auf. Guten Abend, ich habe Post für Sie. Hier Ihr erster Brief. An das Vorbild meines Sohnes. Danke dir, dass du dich so für meinen Sohn einsetzt. Das war nur eine Kleinigkeit, aber bitte nimm das als kleine Geschenk an, dass ich den Brief beigelegt habe. Kommt vom Herzen. Bitte sei meinem Sohn noch weiterhin ein so gutes Vorbild mit. Herzlichen Grüßen.
Ein Herzteil bekommen wir einfach. Na gut, da kommen wir auch noch nicht weiter. Ich hoffe jetzt echt, dass mir der Blitz es hier nicht einschlägt. Aber wir haben unser Ziel gleich erreicht. Und ist nochmal so ein komischer Turm und hier ist noch so ein Floß. Wir weichen trotzdem mal ganz kurz von kurz ab. Um einfach zu wissen, was hier ist. Oh, die Musik von Majora's Mask. Hier kommen wir also rein. Siehst du mich nicht, du Blindfrosch, du, hä? Eine Flasche gefunden! Wir haben die zweite. Wie cool. Oben kommen wir auch noch weiter, aber da kommen wir noch nicht hin, habe ich so das Gefühl. Da muss man vielleicht die Dädel vielleicht abwerfen, kann das sein. Na gut. Keine Ahnung. Aber wir haben eine Flasche gefunden. Das ist wirklich cool. Ein sehr nützliches Item. So, jetzt gehen wir mal dahin. Wir nähern uns ja eh mal mehr. Liegt ja im Prinzip eigentlich auf dem Weg. Wenn man so genau nimmt. Ja, die schießen sogar, man sieht's. Also sind es doch gefährliche Türme, die wir ausschalten sollten. Wer sich festhält. Oh Mann. Geben. Ein roter Rubin. Scheint es wohl kein Limit zu geben. So, folgen wir dem Pfeil weiterhin. Ah, das Segeln dauert echt lange. Hi, ich grüße dich. Willkommen. Geht's dir? Ah, es wird langsam grau. So, die automatische Frequenz trifft wieder ein. Landen sich! Das ist dein Zielort, die Insel Tantobia. Von See aus scheint es fast so, als würde ein riesiger Baum aus dem Meer ragen. Aber auf dieser Insel liegt ein üppiger Wald, die Heimat des Deku-Baumes, des Terra-Hüters. Deine Aufgabe ist es, den Deku-Baum zu finden und von ihm das göttliche Artefakt Parore Stamon in Empfang zu nehmen.
Hier geht die Befürchtung, dass uns Ganon auch auf dieser Insel zuvor gekommen sein könnte. Sei also auf der Hut. Gebe mein Bestes. Mir geht's auch soweit gut, danke der Nachfrage. Was machen Sachen? Ich denke mal, das siehst du. Ich spiele gerade The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Oh nein, da war was. Hör mal hier. Du hast einen Planta Granda Samen gefunden. Er wird in der Beutetasche aufbewahrt. Was das immerhin sein soll. An welchem Mist könnt ihr daraus sicherlich etwas Wundervolles zaubern. Blöden Viecher. So, ich gehe mal davon aus, wir müssen mit unserem ersten Dungeon-Item hier rüber. Schönes Örtchen. Ich glaube, hier sollte ich nicht reinfallen. Aber ich kann hier. Was? Sehr, sehr easy. Gibt sogar so einen Stab. Aber ich frage mich, warum hier? Ich gehe davon aus, dass wir hier hoch müssen. Der geht mir auf den Sack hier. Ah, okay. Was? Den kann man auch killen. Indem man das einfach. Spuck doch mal, jawohl. Und weg mit dir. Gut, das hat es zwar nicht viel gebracht. Vorne ist da hinten mit einer Kiste. Ja, und jetzt? Ich jetzt hier hin. Nichts, was ich hier... Ah, doch, hier. Ah. Sag nicht, das ist schon der nächste Dungeon. Nein. Also, ob ich hier hochklettern kann, nein. Aber hier. Muss ja echt gut Ausschau halten, ob hier noch was versteckt ist. Sieht aber nicht danach aus. Ne, den kann ich also nichts machen. Sei nicht hier verleuchtende. Was ist das hier? Aienus Waldapotheke. Da ist wieder Dekobaum hier.
Nee, tatsächlich nicht. Da ist ja gar niemand. Das ist der berüchtigte Dekobaum? Nein, der ist befallen. So, ich verstehe. Ein grünes Schleimgelee, das habe ich nämlich noch nicht. Ich habe bisher nur rote. Oh, armer Dekobaum. Oh, ich verstehe die Sprache nicht. Bitte entschuldige, es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnert. Ich mich der Sprache aus eben jenen Tagen bediene. Bin der Schutzgott dieses Waldes, der Dekobaum. Ich danke dir, dass du mich von diesen Plagegeistern erlöst hast. Sag mir, derjenige, der dich hierher geführt hat, ist zufällig ein sprechendes Boot namens Roter Leuenkönig. Das dachte ich mir. Dann benötigst du also den Dämon der Göttin, nicht wahr? Verstehe, damit ist auch das Rätsel um all die Monster geklärt, die vor einiger Zeit hier aufgetaucht sind und die Wälder unsicher machen. Dieser schändliche Ganon ist dennoch demnach wieder auferstanden. Heile ist geboten. Krox, Kinder des Waldes, dieser Junge ist nicht euer Feind. Seid unbesorgt und zeigt euch. Oh nein. Das sind die Krox, die man von Breath of the Wild kennt und Tears of the Kingdom. Laut dein Name, mein Junge. Mio? Mio, darf ich dir das die Krox vorstellen? Sie sind das Volk von Waldgeistern. Ursprünglich waren sie Menschen, aber die langen Jahre des Lebens umgehen vom Meer haben ihre jetzige Gestalt entwickeln lassen. Die Menschen haben Angst vor ihnen wegen ihres Aussehens, aber in meinen Augen sind sie alle liebe, brave Kinder. Wie gewohnt wollten wir gerade alle zusammen unsere alljährliche Zeremonie abhalten. Den Diamond, den du benötigst, will ich dir nach der Zeremonie aushändigen. Aber wenn wir uns jetzt nicht mit der Zeremonie beeilen, dann geschieht noch ein Unglück. Nun denn, sind alle bereit? Wollen wir beginnen? Du bist Dekobaum, furchtbar, furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Makorus, Makorus ist... geschehen, Tilius. Du und Makorus, ihr bekommt da auch immer zu spät. Aber nein, Dekobaum, Makorus ist in den verbotenen Hain gestürzt. Sagst du da? In den verbotenen Hain? Ich habe ihm noch gesagt, er soll vorsichtig sein, aber Makorus sagte, er würde diesmal die Route oberhalb des verbotenen Hains fliegen. Das sei eine Abkürzung. Immer dieser Makorus. Mio, du hast es ja gehört. Der verbotene Hain liegt gleich neben diesem Wald. Es ist ein unheimlicher Ort, in dem sich schreckliche Monster niedergelassen haben. Und dort ist mein kleiner Makorus abgestürzt.
wird jetzt bestimmt von ihnen gefangen gehalten. Du wurdest vom roten Löwenkönig hierher geführt. Dürfte ich dich wohl darum bitten, meinen kleinen Makoros zu retten? Dekobaum, Menschen können aber nicht fliegen. Du hast recht, vom Meer aus kommt man dort wohl nicht hin. Neo, du scheinst mir zwar schwerer zu sein als die Crocs, aber es muss funktionieren. Benutze den Gegenstand, den ich dir gebe, und fliege damit durch die Lüfte. Ein Blatt. Ha! Also dann, Neo, klettere ein bisschen auf über meinen Kopf und hole dir das Blatt. Da wir ja noch klettern. Schüttel's mir einfach runter, komm. So einfach geht's leider nicht. Warte mal. Nicht einfach hier drauf, dass ich hier wieder hochkomme? Nee. Oder muss ich hier nach oben? Hier war nicht auch noch ein Weg, der nach oben geführt hat. Bei mir grüßt, werter Freund. Mein Name ist Painus und ich habe mich ganz der Herstellung von allerlei Tränken aus Früchten des Waldes verschrieben. Ich wünschte, ich könnte dir einen nützlichen Trank schenken, aber leider habe ich hier nur Tränke, die ausschließlich bei Crocs Wirkung zeigen. Halt, da fällt mir was ein. Sobald du dir magische Energie angeeignet hast, werter Freund, wirst du sicherlich einen Trank brauchen, um diese Beizeiten wieder aufzufrischen. So einen kann ich dir gewiss brauen, vorausgesetzt, ich habe die nötigen Ingredienzen, versteht sich. Ja, der Haken ist nur, dass es in diesem Wald leider keine der Ingredienzen gibt, die man zur Herstellung eines solchen Trankes braucht. Hätte ich allerdings die Samen dieser dämonischen Pflanzen zuhauf im verbotenen Hain wachsen, sehe die Sache schon wieder ganz anders aus. Kannst du mir folgen, werter Freund? Okay, das scheint nur der Laden zu sein. Das heißt, hier komme ich nicht weiter. Hier geht viel ab. Ich sehe es gerade. Eigentlich sind wir alle in Himmelsrichtungen verstreut und züchten neue Wälder. Jeder auf eine andere Insel. Doch heute haben wir uns alle hier auf Tantopia eingefunden, um zusammen unsere alljährliche Zeremonie zu feiern. Nun ja, aber jetzt ist diese Sache mit Makoros passiert. Leider, Freund, könntest du vielleicht Makoros irgendwie helfen? Lastet es immer alles auf mir. Oh, muss ich mich um alle Angelegenheiten kümmern. Komme ich aber hier hoch? Da irgendwie hochziehen? Komme ich zu diesem Blatt? Ah, okay. Hä? Warum komme ich da jetzt nicht weiter? Ah, ich muss ja von Pflanze zu Pflanze springen. Oh Gott. Nee, warte, ich muss hier hoch. Du bist wirklich sehr geschickt darin, werter Freund. Weiter so bis ganz nach oben. Wenn du in die Vertretung ausspuckst gewerden solltest, dann lass einfach in neutraler Position, so landest du wieder sicher in der Panda Humpa. Jetzt schauen wir mal. Hier hoch, hier. Okay. Und dann wahrscheinlich dann darüber. Die stellen mich ja auf die Probe hier, ey. Und wir haben es.
endlich! Du hast das Dekoblatt gefunden! Benutze es im Sprung. Kannst du mit Hilfe deiner magischen Energie durch die Lüfte gleiten. Du musst dabei lediglich auf die Windrichtung achten. Da ist der Freund hier drüben. Flieg von dort drüben mit Hilfe des Dekoblattes zu mir. Cool. Großartig, werter Freund. Du scheinst den richtigen Umgang mit dem Dekoblatt bereits prima zu beherrschen. Aber wie vermutet, kannst du nicht allzu lange fliegen, da du viel schwerer bist als wir, werter Freund. Also dann, da drüben ist der Eingang zum verbotenen Hain, den der arme Makoros gestürzt ist. Bitte rette unseren Freund Makoros. Aha. Interessant. Jetzt. Glückwunsch, werter Freund. Endlich hältst du das Dekoblatt in Händen. Die unheimliche Insel. Wie du das siehst, ist der verbotene Hain, in dem Makoros gefangen gehalten wird. Flieg mit Hilfe des Dekoblattes bis zu dem Eingang da drüben. Das Dekoblatt ist aber ein windabhängiges Utensil. Also wenn der Wind nicht in die richtige Richtung weht, landest du im Wasser anstatt am Ziel. Ich hoffe jedenfalls für dich, dass der Wind in Richtung dort weht. Hier, wo man das Blatt bekommt, hier befindet sich noch eine einzelne Knospe. Hier gehen wir einfach mal rein und versuchen mal hier rüber zu kommen. Man entdeckt immer wieder neue Geheimnisse. So, füllen wir erstmal unsere Magie hier auf. Schauen mal, was uns da hinten erwartet. Haben wir nicht so eine komische Insel mit einem Typ? Da vorne haben wir auch noch irgendwas, das weiß ich. Mal gucken, der Wind ist gerade nicht sehr günstig auf meiner Seite. Das heißt, wir müssen den Wind Richtung Norden sein. Genau, so, Richtung Norden. Gucken wir einfach mal hier runter und schauen mal, was uns hier erwartet. Hier wären wir. Das gerade war ja Wahnsinn. Du bist echt geflogen? Na, wenn du schon fliegen kannst, meinst du, du könntest dann auch diesen Schalter da oben betätigen? Was? Du kannst keinen Schalter sehen? Denn da oben meine ich. Da oben auf dem Pantobia. Hast du vielleicht einen Fernrohr? Da oben ist tatsächlich ein Schalter. Aber wie kommen wir jetzt daran? Das ist die gute Frage. So, da brauchen wir erstmal ein schönes Item. War, wir haben ja hier diese Futtertasche. So, und zwar, wir haben ja das hier. Das werden wir jetzt nutzen. Setzen wir auf den Kopf. Dann kommt hier eine Möwe. Die Möwe können wir tatsächlich steuern. Und mit der muss man einfach nur zu diesem Schalter hier fliegen. Und dann öffnet sich das hier auch. Ziemlich cool, wie man diese Möwe steuern kann. So, wir gehen mal hier rein. Das wird erst später von Nutzen sein. Und zwar, das hat was mit dem Fotografieren zu tun, wo wir dann später Figuren bekommen. Was also doch Mitglied hier. Wahnsinn, dank dir bin ich jetzt auch endlich Mitglied. Ich kann es kaum erwarten, die Figur angefertigt nach einem Lichtbild zu sehen. Diese Spannung ist einfach
zu viel für mich. So, das heißt, wir müssen von jedem Gegner Fotos machen, soweit ich das richtig verstanden habe. Willkommen, sei mir gegrüßt in meiner bescheidenen Minitendo-Galerie. Genau, das ist die Minitendo-Galerie, deren detailverliebte Figuren das Herz eines jeden wahren Kenners höher schlagen lassen. Sehe ich hier zum ersten Mal. Wer hat dich empfohlen? Aber du bist mir natürlich höchst willkommen, um die Wahrheit zu sagen. In letzter Zeit fehlt es mir an inspirierenden Vorlagen und rechtlicher Mitgliederschwund. Nicht zu leugnen. Ach übrigens, würdest du über hiesigen Mitgliedschaftsbedingungen aufgeklärt? Figuren, die ich hier an ausstelle, entstehen nach Lichtbildern einer Mitglied. Wer mir also ein originales und in das Lichtbild bringt, erweckt den Schaffensdrang in. Damit erwirbt er die Mitgliedschaft hier und kann sich nach Lust und Laune frei in den Ausstellungsräumen bewegen. Sag mir, hast du vielleicht ein solches Lichtbild bei dir? Leider im Moment noch nicht, aber das werden wir alles mal noch in aller Ruhe machen. Ja, sozusagen. Boah, die Magie ist verdammt wichtig. So, wir müssen wieder hier rüber. Das heißt, wir müssen den Wind wieder drehen. War wieder in diese Richtung, da wir die Frage, hier kommen wir mit Sicherheit nicht hin. Wir kommen mit Sicherheit nur hier hin. Aber wir haben natürlich noch eine weitere Insel, die wir erkunden müssen. Und die werden wir auf jeden Fall auch noch machen. So, hier wären wir. Und da haben wir noch eine verborgene Truhe versteckt. Aber was haben wir hier? Eine Schatzkarte, tatsächlich. Das reicht, ich hoffe es. Aber die blöde Magie kriegt mich halt ein bisschen auf tatsächlich. Sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. Verboten Hain! Hier wären wir im zweiten Dungeon. So Leute, das war's also mit diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Oh, da kommen gleich schon böse Gegner auf mich zu. Machen wir die erstmal weg hier. Noch mehr. Okay. Gut, das war es jetzt wirklich und ich sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön dafür, ich freue mich auf euch. Sagt mal ciao.